Damit sind wir zurück. Ich habe herausgefunden, warum der Spieltitel sich geändert hat. Ord Online war tatsächlich nur ein Arbeitstitel und durch die kommenden Features und ähnliches fanden die Entwickler, dass Boundless ein passenderer Titel ist. Ja. Okay, also ich weiß nicht, warum wir mit einer Schaufel Steine abbauen. Ich weiß nicht, ob das. Also ich weiß nicht, was sinnvoll ist hier. So. Keine Ahnung. Wir können mal weitergehen. Das wird mein Unge. Oh, das andere Haus. Okay. Oh. Ah, jetzt kann ich es abbauen, oder was passiert hier? Weiß es nicht. Okay. Pushiert nix. Wir haben jetzt Stein mitgenommen. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen Holz mitnehmen, damit wir uns vielleicht Steinwerkzeuge machen können, weil man hier Steinwerkzeuge machen kann. Wovon ich eigentlich stark ausgehe. Gucken wir mal. Dum, 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 dum. Trainee Miner. Bald geschafft, ne? Bald Level 2. Das ist ein Meilenstein für uns. Gut, also vielleicht zwei Loks noch oder ein. Einen glaube ich noch. Jetzt. 100 Coin. Das ist ja nicht schlecht. Oh, wir kriegen. Das ist sogar recht viel, was wir bekommen noch, ne? Was können wir damit Coin machen? Oh, wir. Oh, und Landplots kriegen wir dazu. Das ist natürlich geil. Wenn wir nur rausfinden, wie das genau funktioniert. Okay, Monster werde ich erstmal nicht angreifen. Aus Angst vor unserem Ableben. Ja. Okay, ich kann aber mal gucken. Ob wir vielleicht noch. Das andere Warp-Kontakt. Metamorphic Rock. Wir laufen einfach mal weiter in die Richtung. Ich will eigentlich gar nicht so unbedingt Wüste haben. Ich das gar nicht so schön finde. Ich würde natürlich wie bei Minecraft Wasser, Wälder und vielleicht ein paar kleine Berge präferieren. Diesem Biom gegenüber. Also wir können einfach mal hier in die durch die Gegend laufen und dann gucken wir, was wir finden. So. Gegner finden wir. Ich frage mich echt, wie groß die Welten hier sind. Das wäre. Hätte ich vielleicht auch nochmal nachgucken können. Naja. So, vielleicht sollten wir uns mal einen Überblick verschaffen da oben. Um zu gucken, wo wir genau sind. Beziehungsweise, wo wir als nächstes hingehen. Da oben haben wir ja doch einen besseren Blick. Also weiter in die Richtung zu den anderen Playern muss ich nicht. Ist natürlich interessant, in der Nähe von denen zu sein, aber... Okay, es bringt uns kaum was, dieser Überblick. Wir gehen aber weiter in die Richtung da hinten. Um uns da in irgendeinen Landplot zu sichern. Und um dann... Vielleicht haben wir da ja auch einen Speicherpunkt dann. Nicht, dass wir immer wieder woanders hin zurücklaufen müssen. Den Weg finden wir ja nie wieder. Und oder laufen ewig. Von unserem ursprünglichen Spawnpunkt aus. Ewig. Ewig. Hier sind wir Stein.
Erste Base wird natürlich auch wieder eine Art Bergfestung. Was sonst? Was sonst? Hau ab. Möchte nicht kämpfen. Ah, hier, Oase. Oh nein, ach komm. Wir sterben, wenn er uns trifft. Oh, das ist auch cool. Schön hohe Berge. Oder ein hoher Berg. Oder. Sweet. Ja, wir müssen jetzt mal näher ran. Kann natürlich auch total blöd sein. Vielleicht ist das nur einfach eine Einmal-Ein-Mauer hier, der einfach nur so lang geht. Wer weiß, sehen wir gleich. Aber sieht eigentlich schon vielversprechend aus. Finde ich. Sieht eigentlich sehr vielversprechend aus. Ganzer Berg für uns? Was? Wäre natürlich nice. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie hochkommen. Oder öfter runterfallen. Obwohl wir dürfen gar nicht so viel fallen. Ne? Sonst ist das sowieso hin mit uns. Ich weiß nicht, welches Werkzeug man am besten hier benutzt. Ich finde das nicht ersichtlich. So. Mach ich kaputt? Können wir höher? Hälfte von Level 2 haben wir auch schon geschafft. Ich habe schon gesehen, man kann auf der Internetseite bis zu 4.500 Euro für ein Founder Package bezahlen. 4.500. Ist natürlich vielleicht zu Star Citizen und so nichts. Aber es ist natürlich auch ein anderes Kaliber hier. Ah, Berg. Klasse, hätten wir hochlaufen können. Ach komm. Toll. Echt. Ich racker mir hier einen ab und dann kann man da hochlaufen. Undankbar hier. Nein, eigentlich nicht. Nicht undankbar, sondern. Es ist dumm von mir. Es war dumm von mir, vorher nicht die Situation nachzugucken. So. Warum nicht? Warum kann ich keinen Plot adden? Weil da schon einer ist, nicht wahr? Das ist ja blöd. Aber das sah so schön aus hier. Na gut, dann holen wir uns unseren eigenen Plot woanders. Blackjack und Nutten. Geht nicht, ey. Ein Scheiß hier. Wie gehört das denn hier? Penner. Er ist ein ziemlich kleiner Plot, ne? Sehr klein. Was ist denn das hier eigentlich? Was wir in der linken Hand haben? Was haben wir da? Ach so, das ist entfernen. Das ist nicht unser, das ist das Ding, oder? Boah. Ja, 0 von 2 haben wir. Also. Naja. Dann laufen wir mal weiter. Sonst nichts zu tun, ne? Das könnte auch vielversprechend sein. Da sehe ich nämlich noch keinen Plot.
Doch, verdammt, was soll denn die Scheiße? Das sieht noch besser aus als... Weiter, wir laufen weiter. Ganz einfach hier, strack in die eine Richtung. Was sagt die Sonne denn? Geht unter oder was? Machen wir das überhaupt richtig? Weiß sonst nicht, wie man Landplots claimen soll. Weiß ich nicht. Naja, laufen wir mal durch dieses üppige Grünland. Vielleicht. Ja. Can't add Bacon. Bacon, genau, Bacon Plot. Bacon Plot komplett aus Bacon. Der Bacon Plot klingt auch wie ein Plot ist ja auch so eine Verschwörung. Der Bacon Plot. Ein Plan, den Bacon auf der Welt zu monopolisieren. Indem man alle Schweine auf der Welt Schweinegrippe infiziert. Und um dann als einziger Bacon zu verkaufen und Milliarden, ach was sage ich, Billionen zu machen. Das ist der Bacon-Plot. Gibt natürlich auch den Bacon-Plot-Twist. Da ändert sich alles und Bacon wird auf einmal unbeliebt durch ein neu entdecktes Fleischstück von irgendeinem Tier, das Pinguin. Pinguinfleisch. Pinguin-Bacon. In alle Richtungen. Oh, das ist das Schreckliche. Überall hier sind Plots. Ich hätte da bleiben sollen, wo ich hergekommen bin. Muss mal rausfinden, wenn die setzt. Das kann ich angehen. Verstehe ich nicht. Dafür bin ich nicht schlau genug. Ich erwarte auch nicht, dass jetzt ein Pre-Alpha Game ein Tutorial bietet. Absolut nicht. Aber jede Hilfe wäre hier ganz gut. Ich hätte mich natürlich auch informieren können, aber das weiß man ja vorher nicht. Naja, dafür, dass es schon die zweite Folge ist und ich in der Mitte schon geguckt habe, warum das Spiel umbenannt wurde, hätte ich Zeit gehabt. Aber das spielt ja gar nicht zur Sache jetzt. What? Dreht sich sogar. Fett. Der Hammer. Und sogar das Ding. Abgefahren. Oder sind das Plots, die ich hätte nehmen können? Nee, ne? Okay, das sieht schon geil aus. So. Ich hätte gern Berg und diese Bäume und. Nur aus Neugier. Ich gehe jetzt zurück und versuche mir das Ding zu holen. Vielleicht ist es ja auch der Mittelpunkt von irgendeinem Plot. Oder, ja genau, Mittelpunkt von so einem Plot. Und den muss man claimen, um dann ein größeres Gebiet außenrum zu kriegen. So gesagt, ja. Weil sonst würden sich die Grenzen ja überschneiden von der Größe her. Und dann müsste er ja die Grenzen anpassen, so gesagt. Ich hoffe, ich finde das wieder. Ich hoffe, ich finde das wieder. Ich glaube nicht. Wir gucken einfach mal. Es ist ja, haben ja Zeit. Ich muss erst morgen wieder zur Arbeit und dann morgen Abend sogar erst. Auch schönen Nachtdienst haben, ne?
Muss mal sein. So. Sind wir jetzt mal da? Nein, wir sind ein ganzes Stück gelaufen. Ne? Drüben ist auch ein. Oh, was da? Nee, 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 das war noch, das war weiter da, ne? Ja, hier ist auch interessant. Gehen wir mal hier hin. Why not? Hilfe, ich stecke fest. Ich steckte fest. Das ist mir nicht hügelig genug hier. Lange nicht. Ja, man sucht immer nach dem perfekten Ort hier, aber in so vielen Spielen und dann, egal welchen man nimmt, man macht sowieso das Beste draus und nachher sieht es gar nicht mal schlecht aus. Und ist sowieso zufrieden, wenn man, wie gesagt, einen Heimatpunkt setzt. Ich laufe viel zu weit nach links, ich weiß das. Aber da der Fluss war, dachte ich mir, ah, können wir ein Stück weiter rüber und noch ein Stück weiter rüber. Wahrscheinlich ist es der Berg da hinten. Ja, der ist auch nicht so hoch, ne? Hier sieht auch ganz cool aus. Ist so schwierig, ne? So schwierig. Karte, Karte? Ne, keine Karte. Immer noch nicht. Kannst ja wieder versuchen. Chance ist ja sehr gering. Nee, also. M-m. Okay. Wir sind wieder in der Wüste. In der Wüste, Wüste, Wüste. So. Oh, das war ursprünglich von uns ein Stück rechts. Oh nein, er rennt zu uns, oder? Was ist denn das eigentlich immer? Er wirft auf jeden Fall, er schießt Sachen. Eine bösartige Kreatur der Unterwelt. Okay. Ist natürlich nur eine harsche Übertreibung der Gesamtsituation. Ich laufe jetzt im Kreis, also ich bin jetzt theoretisch gleich wieder an der. St Was ist gleich? Ich bin wieder auf dem Weg in die gleiche Richtung wie eben, weil ich mir gerade nicht sicher bin. Oh, ich dachte, ich sterbe gerade, weil ich falle. Auf der gleichen Rückreise wie vorher. Und nicht mehr viel HP. Können wir nicht was essen? Irgendwas essen können hier. Nee. Oh nein. Es fängt wieder an. Es fängt wieder an. Was jetzt kein Weltuntergang ist, aber was auch nie sein muss. Okay, ich gehe jetzt nochmal zu den Bergen dahin. Vielleicht finden wir da was. Aber das ist eigentlich dumm von mir, weil wir können. Stimmt, es wurde ja oben auf der Karte, auf dem Kompass oben gezeigt, dass da schon ein Grundstück ist oder so, ne? Oder ist das, sind das freie Grundstücke? Aber dann würden ja überall welche. Ach. Entschuldigt meine Unwissenheit, aber. Entschuldigt. Entschuldigt. Es tut mir leid. Can't add bacon. Bacon. Ah, schon wieder. Bacon. Was sind denn die Voraussetzungen, das zu setzen? Ich muss das nochmal googeln. Müssen wir erst irgendeinen Block setzen? Was ist das? Was ist, was für ein Prinzip ist dahinter? Da kommen wir hier mal kaputt.
Mal schauen. Trainee Miner immer noch. Bauen uns ein bisschen durch, dann können wir ein bisschen dabei leveln und haben auch ein bisschen Material. Die Level verlieren wir ja nicht, auch wenn wir sterben, bestimmt. Hoffentlich. Nee, es wäre Quatsch, wenn wir in die Plots heruntergehen. Nee, nee, schon gut. Ich weiß nicht mehr, wo ich hier hinlaufe. Echt nicht. Ich hätte wahrscheinlich genau wie beim Berg von vorhin nach außen rum oder so laufen können. Soll's. Mal ich durch. Okay. Es liegt wahrscheinlich an diesem Holzblock hier. Ich gehe jetzt essen rum. Ich finde den Weg gar nicht mehr, ne? Okay, keine Ahnung. Ich buddel mich jetzt irgendwo durch. Ah, hier, guck mal hier. Kaputt. L-Axt ist kaputt. Okay, ein Plot haben wir immer noch wieder bekommen. Und 100 Coin. So, ich werde dann gleich mal rausfinden, wie das funktioniert. Für mich macht das nämlich keinen Sinn, so wie es jetzt ist. Wie wir einen Plot setzen. Oder ob wir einfach drauf bauen, losbauen, aber dann müssen wir ja irgendwie Permission setzen. Also, sonst wäre ja. Gut, wir müssen nicht unbedingt Angst vor Griefern haben. Schnee. Oder was ist das hier? Dadurch, dass wir es hier nicht so viele Spieler sind. So. Trotzdem. Was nicht ist, kann kommen. Und was nicht sein muss, muss nicht sein. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Es sah nämlich ganz danach aus. Gut, dass wir so ein Profi im Springen und ähnlichen Aktivitäten sind, dass uns natürlich nichts passiert ist. Erstmal hier kaputt machen. Dann kommen wir weiter hoch. Dann gucken wir uns die Situation mal von oben an. Muss das jetzt schneien? Metamorphic Rock haben wir natürlich auch schon gefunden vorher. Ich finde das mal kurz raus. Bis gleich.